Das hier ist Laura. Sie wohnt in der Stadt Zürich und ist EWZ-Kundin. Für ihren Job als Fotografin braucht sie ihren Laptop. Und dieser braucht Strom. Damit aus Lauras Steckdose Strom kommt, braucht es eine ganze Reihe von Möglichmachern. Die Reise beginnt bei der Albinia Staumauer in Bergen. Da ist zum Beispiel Dario. Ciao, Dario! Der die Staumauer überwacht und dazu beiträgt, dass hier Tag für Tag Strom produziert werden kann. Denn so ein Stausee ist ein riesiger Speicher, der eine flexible Stromproduktion ermöglicht. Und übrigens ist die Staumauer auch wichtig beim Schutz vor Hochwasser. Achtung! Folgen wir dem Wasser. Dieses fließt aus dem Stausee durch einen Druckstollen bis ins Kraftwerk Löbia, wo es eine Turbine antreibt. Diese Turbine ist mit einem Generator verbunden, der Strom erzeugt. Davide, stellt sicher, dass hier alles reibungslos läuft. Vom Kraftwerk Löbia wird der Strom über Hochspannungsleitungen bis nach Zürich transportiert. EWZ nutzt übrigens nicht nur die Kraft des Wassers für die Stromproduktion, sondern auch die Sonne und den Wind. Auf diesem Bauernhaus zum Beispiel gibt es eine Photovoltaikanlage, die Sonnenlicht in Strom umwandelt. Auch Windturbinen leisten einen wichtigen Beitrag zur Stromversorgung. Bereits heute ist EWZ an Windparks im In- und Ausland beteiligt. Damit der Strom nicht nur ökologisch entsteht, sondern auch zuverlässig bei Laura ankommt, hat EWZ zwei Leitstellen. Eine in Graubünden, eine in Zürich. Hier in der Leitstelle müssen wir leise sein, denn Manuel ist gerade am Telefon. Bei ihm und seinen Kollegen laufen alle Fäden zusammen. Wenn es bei der Stromverteilung irgendwo ein Problem gibt, wird das auf einem der vielen Bildschirme angezeigt. Oder Manuel wird, wie gerade jetzt, per Telefon informiert. Dann ist es an ihm, dem Problem auf den Grund zu gehen und zu entscheiden, was zu tun ist. Lassen wir Manuel weiterarbeiten. Und folgen wir wieder dem Strom auf seinem Weg über die Hochspannungsleitungen bis in das Unterwerk Oerlikon. Hier sorgt Marcel, Hoi Marcel, dafür, dass die Spannung richtig transformiert wird. Das ist nötig, weil unsere Haushaltsgeräte und Laptops keine Hochspannung vertragen. Deshalb transformieren diese Verteilanlagen die Hochspannung auf eine Mittelspannung von 22 kV. In den Quartieren von Zürich wird die Mittelspannung noch einmal auf steckdosengerechte 230 und 400 Volt transformiert und dann in die Haushalte verteilt. Auch bis zu Laura. Sie hat sich übrigens entschieden, ihren Laptop und alles andere mit Ökostrom von EWZ zu versorgen. Damit ermöglicht sie verschiedene Naturprojekte, wie zum Beispiel hier in Wettingen. Damit das Wasserkraftwerk die gesetzlichen Anforderungen und damit auch die höchsten ökologischen Richtlinien erfüllt, gibt es hier eine Fischtreppe. Über diese können die Fische die Staumauer umgehen und so weiter flussaufwärts schwimmen. Damit hat das Kraftwerk das Ökostromlabel Nature Made Star verdient. Dass dieser Flussabschnitt an der Limmat in Zürich so aussieht, ist auch den Ökostromkundinnen und Kunden von EWZ zu verdanken. Durch die Renaturierung hat die Limmat wieder mehr Platz und es gibt eine größere Artenvielfalt. Wer ist denn da unten am Joggen? Hey Laura! Apropos Laura, sie verbraucht nicht nur Strom, sie produziert auch welchen. Und zwar hier, beim Stadtspital Weid.
Laura hat sich an dieser Solaranlage beteiligt und bezieht von hier Solarstrom. Sie ist damit selbst eine Möglichmacherin. Denn bei EWZ engagieren sich nicht nur die Mitarbeitenden für eine nachhaltige Energiezukunft, sondern auch die Kundinnen und Kunden.